Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Shields damaged. Shields damaged.
Thank you.
55 SCU Slam, ja, wenn man die Scheiße dann auch irgendwo verkaufen kann. Quantum Drive is now off. Deployed. Landing complete. Fuck this. Take off complete. Landing complete. Fuck this. Landing services still broken. Where is the VHRT mission? 17K. HRT. My God.
Takeoff complete. Landing gear raised. Radar contact. Shields damaged.
shields damaged. Yes, show me the owner. Very good. Seven school continuum. Okay. 7 times 20. 140. Rest. Blah. But okay. Shields damaged.
dumb to make these fucking movements to see what's going on in front of the ship, cause some mad designer put struts directly in view. It's so dumb. Bad design. Bad design. Good. Four quantania. 4 times 20k, 80k. And again, why can't I jump to target? Why do I have to take a detour? Fuck these detours. I directly can jump to the destination.
damaged. Weapons system down. Did he just ram one weapon from me away? This fucker ran me one away. Not the main tower. Shields that far. 600 iron. Maybe this is my main target. Shields damaged. Hey, stop ramming me. Shields damaged. Enemy down. Self-destruct activated. Thank you.
Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Does this work again? Providing connections to all major platforms. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Could be. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Morgen. Salve. Mr. Shuttle, not a problem. Ah, hast du schon gehört, wo alle aus dem Häuschen drüber sind? At Orson Skyway Shuttle Service. Nö. 4.0 Evo-Test. Also das jetzt testen, damit habe ich sowieso gerechnet. Ja. Frage ist, ob das bis Ende des Jahres rauskommt. Also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie das testen. Ja doch, Servomeshing ist ja auch so stabil. Ich wäre alles gut. Die nächsten Patches dann wahrscheinlich, das läuft dann darauf hin. Wenn ich das richtig gehört habe, haben sie mit einer 400er Konfiguration gearbeitet.
gearbeitet. Wenn ich das richtig verstehe mit dieser Unterscheidung zwischen Schaden und Server. Ein Server, der 4 Shards a 100 Leute hatte. Ja, viel. Ne? Und dann Tingeltangel Bob nach Pyro und so weiter. Your insurance claim has been sent. Aber das war, glaube ich, heute wieder mitten in der Nacht. Da habe ich den Schlaf der Gesundheit geschlafen. Aber man muss da auch mal pennen, ne? Ja. Bist ja immer frühster. Musst du denn dein Ding fertig machen? Deine Arbeit, Winterfest und dann kannst du zocken. Oh, ich hoffe mal, die machen bald mal bei den Assets Stack von denselben. Das wird echt höchste Zeit. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Die Stunden war einer unterwegs, der hat ein Gespräch mit wem geführt und hatte sein Mikrofon so eingestellt, oder hat es nicht gemerkt oder was weiß ich, dass der hier in-game seine Seite des Gesprächs übertragen hat. Das war insofern witzig, als dass ich meine Kopfhörer auf Stereo eingestellt habe und du dann so ein bisschen nach dem Audiosignal gehen konntest, um den zu finden. Weißt du, wo er ist? Ja, ich habe mich dann zu dem hingestellt und habe ihm gesagt, dass er da überträgt ins Spiel seinen Part der Unterhaltung, aber der hat nicht drauf reagiert. Ich schätze mal, der war so tief in der Diskussion drin. Würde man doch schon mal merken. Naja, er hat mich nicht wahrgenommen oder nicht drauf reagiert. Das war witzig, weil er sich mit einem Typen drüber unterhalten hat, dass er meint, dass
eher so jemandem wie Morphologist zutraut, seine Videos zu editieren, sollte die Mike aber nicht. Der hätte einen Angestellten dafür. Und ich dachte mir so, ja. Und das ist jetzt so wichtig, dass man sich darüber ellenlang austauscht. Ah, die Stimme kam mir auch bekannt vor. Vielleicht war das ein anderer YouTuber. Und es war für den von besonderem Interesse, sich das zu überlegen. Ob er vielleicht für sich selber sich dann auch einen Editor zulegt. Damit er schneller den Content fertig hat. Auf einem Level. Wenn ich mir so angucke, was da einige Leute machen mit halt editierten Videos, ich finde, dass die überhaupt nicht einfangen, wie die wirkliche Erfahrung hier ist. Jeder Editorschnitt, finde ich, verfälscht das, was hier wirklich stattfindet. Zum Beispiel so ein editiertes Video, das kann dir nicht mal ansatzweise deutlich zeigen, wie viele Zeitlöcher hier sind, wo du halt ja, doof rumwartest. Natürlich kann ein guter Videoproduzent es mit einem Edit schaffen, dir das zu vermitteln, aber ich finde, die beste Vermittlung ist, wenn man sich das halt so wirklich 1:1 gibt. Kann man nämlich auch verstehen, warum es Leute gibt, zum Beispiel ich, die angepisst sind von diesem Wartescheiß. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Please visit. Die TU war noch mal Patch gestern Abend. Ja? Ja. Oh, 4,4 GB habe ich gestern runtergeladen. Hm. Ich glaube, ich habe das gar nicht so gemerkt, weil ich starte einfach den Download. Dann gehe ich noch mal und gucke, ob Jenny mir eine WhatsApp geschickt hat und wenn ich das überprüft habe. Alter, automatisch drin bei dir. Ja. Ich überwache das ein bisschen, wenn ein Patch kommt. Ne, ich habe da keine Automatik drin. Ich sag dann einfach, ja, dann mach den Download. Also, ne, klick Download. Und dann gucke ich auf dem Handy, ob ich interessante WhatsApps habe oder so. Bis ich das durchgeguckt habe, ist der Download fertig meistens. So 4 Gig, das geht ja relativ schnell zum Glück. Da merkt man dann schon, dass sie im Endspurt sind. Wenn das so schnell geht. Mit den Updates täglich oder was meinst du? Ja. Thank you.
Fehlercode 6001. Vorhin habe ich eine schöne Sache rausgefunden, nämlich Scanning zeigt einem als Ergebnis in dem ersten der möglichen Auswahlfelder, die man in den MFDs nutzen kann, dem Infofeld, auch den Owner. Endlich. Also im Falle der NPCs war das dann halt Outlaws. Auch bei der Scanning Targeting Aufschalt Range scheinen sie jetzt endlich mehr in Richtung aktuelle Emissionen des Raumschiffes gleich Aufschaltreichweite zu gehen. Ich habe also eine Starlifter und ich kann die bei 40 Klicks oder was weiß ich da aufschalten. Also das Live lädt rein. Mhm. PTU zeigt Fehler. Oh. Ich hatte schon die merkwürdigsten Sachen. Ich hatte schon, dass ich mal den Launcher Logout und dann wieder in den Launcher reinloggen, dass das so, 6001 Fehler. Ja.
Soll Verify machen, weiß ich gar nicht, wie das geht jetzt hier auf den. Du hast doch dieses Zahn, dieses Einstellungsrädchen neben dem Patch-Version. Wenn du da draufklickst, dann müsstest du Verify auswählen können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Ja, er macht's. Hundertzweiundvierzig Megabyte muss er nachladen. Das Manifest noch mal neu oder so. Oh, dieses Warping. Mann, 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 Mann. Wunderschönen guten Morgen. Hey, grüßt euch. Schönen guten Morgen. Na, und wie läuft's? Ich hab gute Neuigkeiten. Erzähl. Du kannst beim Scannen jetzt wirklich den Owner sehen im Infobereich. Ja, richtig. Nicht nur den Owner, sondern du kannst auch beim Scannen kannst du auch die Leichen finden, wenn du eine Höhlenmission zum Beispiel hast. FPS-Scanning meinst du, oder ja, was? Ja, du. Ja, FPS-Scanning, genau. Hi, guten Morgen, André. Ich wusste gar nicht, dass das schon drin ist. Doch, ist drinnen. Morgen, ja. Benny, grüß dich. Schönen guten Morgen. Also im Lot? Wissen wir noch nicht. Ich prüfe, ich schaue und dadurch, dass der liebe Ruben ja keinen zweiten Monitor hat, kann ich machen, was ich will. Da. Das heißt, es sieht er gar nicht. Nee, ich probiere es jetzt auch mal. Also, gestern war ein bisschen enttäuschend. Ich habe die Höhlenmission gemacht. Und nachdem ich die Höhlenmission gemacht habe, habe ich zwei Leichen zur Auswahl gehabt zum Research. Aber beide waren es nicht. Das heißt, ihr kommt aus dem Hangar raus. Das ist ja schon mal ein Profit. Weiß ja. Ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also wenn ich jetzt auch nicht aus dem Mangel rauskomme, dann war es das wieder für mich wieder Star Citizen und ja, schauen wir mal. Also in die PTU komme ich gerade nicht rein. Ich musste jetzt schon das dritte Mal Verify drücken. Sehe danach und dann kommst du dort trotzdem nicht weiter. Hast du den Launcher mal Lockout Login gemacht? Ja. Manchmal scheint es auch zu helfen, wenn du einfach den Launcher nochmal komplett zumachst und nochmal komplett neu startest. Also, du kannst den gelockt lassen, Login lassen, aber den Launcher einmal zu wieder auf. Als Administrator natürlich, Launcher. Das ist natürlich meine nächste Idee nach Patches. Also ich mache immer als Administrator. Launcher immer schön mit. Also die durchschnittliche Server-Ping im PTU liegt bei 3 bis 4. Ping? 3 bis 4 Tage oder FPS. FPS. Achso. FPS. Nö, der Ping liegt geil, bei, haben bei direkt, 100. Neben seinem Haus einen Star Citizen Server gebaut. Nein, nee, die Dings, die, der Ping liegt bei 160.
So, schauen wir mal, ob wir rauskommen. Oh, dann haben die anscheinend doch mehr wie einen Server, weil meiner liegt bei 400. ich bin auf Chart 110. Okay, ich komme aus der Tür raus, schon mal positiv. Habt ihr gehört, heute Nacht war Evocati 4.0 Test. Was drin? Nee, was? Habe ich nicht gehört. Nein, da habe ich geschlafen, sorry. Das war mir zu mitternachtig. Ich schätze mal, morgen um 2 Uhr oder so war das unsere Zeit. Die haben ja immer so komische Zeiten, ne? Ja, da dürfen sie testen, das ist mir egal. Es gibt auch Leute, die, ich sag mal, in Deutschland leben und nicht in Amerika. Recht. Das dürfen die gern machen. Ja, ja, ich hab's mal gehört irgendwo. Nein, aber die Fahrstuhltüre funktioniert nicht. Das ist ärgerlich. Ah, doch, jetzt kommt sie. Man muss nur maulen. Na gut. Mach mal ein O7. Mach ich. Okay, ne, wir sind anderen Server. Sind wir auf dem kleinen Chart? Nee. Benni? Ja. Aber ich guck mal, ob ich jetzt aus dem Hangar rauskomme. Wenn nicht, komme ich dir gleich nach. Ja, warte mal, ich bin noch nicht so weit, weil ich bin auf. Ich bin ja immer ein Arschloch, ja. Weil alle sagen immer, oh, Area 18 ist so das Geilste. Ich will nicht das Geilste, ich will das Schlechteste haben. Ja, das Ding ist halt Ding. Ich nehme ja eigentlich immer Horizon, ne? Einfach weil ich das schön finde. Jetzt habe ich gedacht, komm, New Babbage, auch mega schön, nimmst du das mal. Ja, ich komm, meinst du, ich komme hier raus? Ehrlich. Ich bin schon 100 Mal mit dem Zug darüber gefahren. Und im Hangar rufst du Schiff, dann geht die Alarmdings los, Licht geht aus, dann bleibt der Tor mal offen, dann geht der Tor mal zu, dann kommt man Schiff, steckt dann im Boden so halb und weiß ich nicht. Der Hangar ist noch. Ja. Also du siehst also nicht nur Pew Pews, sondern auch die kleinen Dinge im Leben, wo auch richtig ärgern. Also. Ja, wäre ja schön, wenn man bis Pew Pew kommen würde. Was? Jetzt schauen wir mal, warte mal. Also ich fahre auf jeden Fall Bahn. Bahn läuft sehr flüssig, muss man mal sagen. Ja, also ich sitze auch. Bleibt auf den Schienen, das ist gut. Sie bleibt auf den Schienen. Das ist voll richtig gut. Also, da haben sie auf jeden Fall was gemacht. Ja, warte ab. Ich bin noch nicht am Bahnhof, ich weiß, aber ich bin meine Hoffnung noch nicht aus. Bei mir kommt wieder derselbe Fehler, Verify drücken und nichts passiert. Gesundheit. Dankeschön, warte, ich war nicht schnell genug, sorry. So, jetzt war ich schnell genug. Immer so, der Morgenchen, die ist das immer der Beste. Ui. Weil immerhin dürfte ich schon rein in den Zeus, nur dann hat das einmal so Klick gemacht und dann saß ich im geschlossenen Hangar quasi unten und kam nicht mehr raus. Tja, ab ins Warenhaus. Kisten stapeln. Ja, ich habe ja schon gedacht, ne, jetzt müsste der doch eigentlich wegstoren und mich dann quasi wieder oben absetzen. Nö. Ich habe vorhin ein Video gesehen, da dachte ich mir so, ja, was muss man alles für Workarounds anwenden, damit man ein bisschen Spaß haben kann im Spiel. Es ging um die Reclaimer und wie man die am schnellsten entlädt manuell. Dann hatte der das und wie macht man das? Ja, der hatte das so gemacht, dass der die Sachen alle hinten in den Cargo Hold Kram da geschmissen hat, wo er dann, wenn er den Fahrstuhl auf eine gewisse Position stellt, den Scheiß einfach in den Fahrstuhlschacht schmeißt, der fällt dann nach unten aufs Pad. Ja, stimmt. Brauchst du auch trotzdem 2 Leute dafür? Nö, der hat das alleine gemacht. Der hat die komplette Reclaimer voll gehabt, mehr oder weniger. Und hat den ganzen Scheiß dann von dem einen Bereich irgendwie in den anderen Bereich runtergeworfen und von dem anderen Bereich dann durch den Fahrstuhlschacht aufs Pad. Ja, Sodele. Perfekt. Also, ich bin in meinem Hangar. Das ist schon mal positiv. So, dann darfst du dich auch mal umziehen, weil du bist jetzt zivil gerade unterwegs. Okay, spannend, ich habe jetzt mal ein Schiff oben gerufen. Dann kann der Hangar jetzt ja mal in Ruhe vor sich hin machen. Aber ich komme, hoffe ich. Da steht einfach nur ein kleines Schiff. Toi. Na, das ist ein Baby, wenn ich das hinverliere. Was
Was ich im Moment noch sehr nervig finde, ist, mit der Aquila kriegst du keine Pad-Services. Das bedeutet für mich, wenn die Decoys leer sind, mehr oder weniger, dann ist der Moment, das Schiff zu sprengen, um dann ein neues zu expediten. Ich kriege auf jeden Fall auch nicht in jedem Aufzug einen Hangar. Einfach einen Aufzug wechseln, dann ging. Ja, teilweise fehlt dann vom ISOP aus der im Fahrstuhl der Knopf für deinen Hangar. Dann musst du einen anderen Fahrstuhl nehmen und dann ist er auch meistens da. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das Schiff steht hier, hier tanzt nichts, hier fliegt nichts in der Luft rum. Das sieht ja mal aus, als könnte halt funktionieren. Landing complete. Oh, die sind alle noch Stock. Wie schön. Schon wieder ein Sound im Hangar, ne? Ich dachte, das haben sie wieder hingekriegt. Hört man ja teilweise wieder die von den anderen, ne? Ja, einmal das oder halt von draußen, da, als würde sie hier im Schneesturm stehen. Mhm. Ja. Sieht auch geil aus. Motor ist an. Ne, drückst Leertaste und das sieht so aus, als würde er sagen, komm nicht hoch. Hast du deinen Throttle-Regler für den Energie, hast du die ganz hoch gedreht? Benny? Ne, Engines 3. Also ich habe eine Therapie-Wahl, ne? Das ist jetzt kein großer. Weil das war bei mir nämlich auch der Fehler. Dass ich auch gedacht habe, so scheiße, ich habe keine Energie mehr. Es war der Regler für die Engine, war nicht ganz oben. Ich habe gehört, dass es teilweise Raumschiffe gibt, da musst du den VTOL-Mode benutzen mit senkrecht gestellten VTOLs, damit du ordentlich starten und landen kannst. Könnte sein, dass die Terrapin eins der Schiffe ist. Stell mal die VTOLs senkrecht. Ja, dann kommt er hoch. Dann kommst du wahrscheinlich richtig gut vom Pad weg. Aber warte, bis die Klappe oben auf ist, nicht dagegen remmeln. Oh, schön. Erst einmal maximale Energie für die Schilde. So, jetzt haben wir jawohl, haben wir auch. Ach, ja. Und wie ist wohl die Meinung zu den neuen Bildschirmen? Scheiße. Ich finde sie gut. Noch unübersichtlicher als die alten. Nö, ich finde sie gut, weil das ist aufgeräumter. In meinen Augen. Ich finde, es ist noch unübersichtlicher. Ich bin die Tage nochmal im Live geflogen. Die Orientierung im Live ist natürlich auch die Gewohnheit. Aber die wichtigen Sachen sind besser zu sehen. Ich bin halt so hin und her gerissen, ne? Also ich habe so die paar Schiffe, die ich habe, halt ausprobiert. So F8 fand ich ja zum Beispiel ziemlich cool. Ich bin natürlich jetzt ziemlich eindimensional orientiert, was das angeht. Ich mache ja häufig diese NPC-Raumschiff-Bounties.
Da fällt mir dann zum Beispiel auf, die Geschwindigkeitsanzeige hat keinen ordentlichen Kontrast, vor hell im Hintergrund ist bei einigen Raumschiffen an einer Stelle, wo ich es einfach nicht so gut gebrauchen kann, weil es nicht im Fokus ist, wo ich halt hingucke, wenn ich so einen NPC-Dogfight mache. Die Decoys sind teilweise nur zu sehen, wenn du reinzoomst, weil das so klein ist, die Darstellung. Die Thruster-Boost-Leiste, diese waagerechte, finde ich total sinnbefreit, weil das, was ich brauche, der numerische Wert ist ja da, von 100 bis 0%. Ich brauche keinen waagerechten Balkenstrich wie so ein Equalizer, der langsam von volle Balken zu leere Balken sich bewegt. Das ist einfach nur unnütz. Das versperrt mir die Sicht nach draußen. Aber was für ein Schiff hast du gehabt oder hast du mehrere probiert? Ich habe mehrere probiert. Du hast ja in der Regel so ein Thrustbar, der waagerecht ist, mit von großen Balken zu kleinen Balken. Und daneben den numerischen Wert. Mir reicht der numerische Wert. Warum dieser Balken? Der bringt mir nichts. Ah, oh, für den Style halt. Also für... soll halt noch ein bisschen mehr aussehen. Dann gut, haben sie also das Schiff Ganze kommt. Jetzt so verteilt. Ich guck im Prinzip andauernd quer über den Bildschirm, um irgendwelche Infos zu kriegen. Anstatt, dass sie die Infos dahin setzen, wo du halt sie schnell sehen kannst. Also ja gut, aber das war ja der Wunsch der Community, dass sie gesagt haben, hey, das Sichtfeld ist mir bis zur Hälfte versperrt. Ja, sie haben es ja noch mehr versperrt jetzt. Wenn ich im Dogfight bin, ich gucke auf den Pip, aufs Fahnenkreuz. Wenn ich jetzt wissen will, bin ich coupled oder decoupled, muss ich hier den halben Bildschirm nach links gucken, um zu gucken, ob ich coupled, decoupled bin. Oder wenn ich zum Beispiel wissen will, ob ich gerade hier meinen Decoy-Counter, Burst-Counter hier hochgesetzt habe oder nicht, muss ich einen halben Bildschirm nach rechts gucken. Totaler Käse. Das ist aber auch Gewöhnung, mein Lieber. Das ist auch Gewöhnung. Das ist umständlich. Ich will mich nicht an was Umständliches gewöhnen. Ich möchte ein gutes Design haben. Und das ist kein gutes Design hier, diese MFDs. Sollen sie einfach locker machen, dass man sie selber verschieben kann, wie man es braucht. Und fertig. Ich soll ja noch kommen. Ich habe jetzt hier einen Power Management MFD. Da habe ich oben eine Leiste, da steht Power, Weapon, Thruster, Shield, Prox. Dann habe ich darunter diese Emissionswerte. Dann habe ich darunter diese Balken, Käsekästchen-Dinger für die Energy-Bereiche, Waffen, Thruster, Schild, Quantum. Und dann darunter einen waagerechten Scrollbalken, den ich anfassen muss mit dem Mausklick, damit ich ihn nach rechts oder links bewegen kann. Und darunter habe ich die beiden Pfeile, damit ich nach rechts oder links durch die verschiedenen MFDs wechseln kann. Mach das mal im Dogfight. Es ist absolut unpraktisch. Es ist Käse. Es ist scheiß Design. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also Funktion, also Form follows Function ist es nicht. Also schau mal jetzt hier beziehungsweise in Nomad. Ja? Also ich finde das Design in der Nomad finde ich nicht schlecht. Ganz ehrlich. Vorne ist alles soweit aufgeräumt. Dann hast du, ich sag mal hier, den Balken. Also von dem her, ich finde es nicht schlecht. Wirklich nicht. So, jetzt mache ich mal wieder meine Lieblingsmission. Hehehe, CIG, ich komme. Wo ist er? Search and Rescue. Not Research, not Search. Nein. Du kriegst sie nicht, haha. Doch, hier, schau mal. Hier. Hier, eine Cave-Mission. Das ist da. Schauen wir mal. Das ist schon so ein Ding, dass in jedem Hangar, in den du fliegst, irgendwelche Trümmerteile liegen. Nee, das habe ich zum Glück noch nicht. Was ich halt noch ein bisschen assi finde, ist so dieses, ob du an bist oder aus, siehst du gar nicht, ne? Weil dann drückst du halt dreimal Flight Ready, drückst, passiert nichts. Du musst ja eigentlich jetzt im PTU nur noch die Engines anmachen mit I. Ja, das
habe mich gefragt, und das nervt mich auch, dass du überall diese Konsolen Dinger siehst immer. Also für Gamepad-Belegungen, die einblenden. Hm. Ich nehme mal ein Gamepad angeschlossen. Oder? Aber die Hints kannst du ja ausstellen. Die Hinweise. Ja, also im Grunde finde ich die ja nicht verkehrt, ne? Aber da überlagern dann halt immer dieses F und dann RB, so, ne? Mm. So die beiden. Ja. Ne, ja, jetzt ist wieder nur deine. Weiß wir haben nicht, ja jetzt gerade erst geschafft vom letzten auf diesen Patch, dass die Schiffsanzeige oben rechts im Bild sich nicht mehr mit der Missionsanzeige überlappt. Juhu, Progress. Waldo, wie viel Server FPS hast du? Ich habe aktuell 4,3. Okay, dafür lohnt sich jetzt der Wechsel auch nicht, ne? Weil ich habe 3 und das macht mich, das geht mir hier schon da. Also. Auf diesem US-130-Ding hier sind es auch so 4, 5. Mit Einbrüchen zu 3. Läuft nicht so breit. Ja, du aber. Das ist eigentlich verwunderlich für die Uhrzeit, oder? Na gut, der Amis, aber... Die Amis müssten jetzt so langsam ins Bettchen gehen, ne? Die Ostküste ist schon am Schlafen und die Westküste müsste jetzt bald ins Heierbettchen huschen. Na gut, jetzt kommen sie bei uns da gerade alle, ne? Ja. Naja. Aber... 3-4 ist schon nervig. Okay, warum kann ich nicht bringen? Warum darf ich nicht springen? Hast keine Energie auf dem Quantum. Ja, die Frage ist warum? Ja, musst du woanders wegnehmen. Du ich bist hab das noch mit der Aquila regelmäßig. Ah, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das mit der Aquila regelmäßig. Ich muss regelmäßig, wenn ich umschalte in Nuff-Mode, 3 Käsekästchen freimachen und dann haut er die automatisch auch in den Quantum rein, dass der dann voll ist und du auch springen kannst. Verstehe ich auch nicht, warum der sich das nicht merkt, die Einstellung im Nuff-Mode. Ich finde es gut, weil dann stellt man mal voll Energie auf die Triebwerke. Cool. Ja, jetzt geht das auch mit dem Kondom. Danke. Komm schon, spring, du Sau. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Einerseits irgendwie ganz cool, dass du mehr Kontrolle auch haben musst. Aber andererseits auch, ich weiß nicht, ob das dann wieder so unnötig kompliziert ist. Nö. Also ich finde halt, das sollte erstmal alles funktionieren und wenn man dann so feintunen und schneller und vielleicht Spulzeit verkürzen oder so, dann wenn man mit der Energie hin und her spielt, ne, aber was ich witzig finde ist, das habe ich die Stunden ausprobiert und das geht auch, du kannst die Energie von dem Radar komplett wegnehmen, dann hast du ein Käsekästchen frei, was du nochmal auf Waffenschilde oder Thruster setzen kannst. Dann hast du halt kein Targeting mehr, dann musst du auf Sicht fliegen, aber das ist ja in Ordnung. Aber auch im Quantum? Also die Zieldinger Targeting oder nur so Gegner? Ich rede jetzt gerade vom SCM-Mode. Ah. Da, wo man Dogfights macht. Wo man Schilde hat, wo man die Waffen benutzen kann. Wenn du halt drauf verzichtest, die Gegner zu targeten, kannst du den Radar ausmachen und die Energie dann auf eins der anderen Systeme schieben. Was ja durchaus nett ist, du hast meinetwegen bei den Waffen noch ein Käsekästchen frei,
wenn du das belegst, kriegst du halt ein paar mehr Ladungen auf die Waffen. Na, jetzt im Fall der Laser Repeater, wenn ich ein Käsekästchen da reinsetze, habe ich nochmal 10 Ladungen mehr oder so. Das macht sich dann schon bemerkbar, ob du 48 oder 58 Schuss auf den Gegner machen kannst. Ja gut, gerade wenn du ein größeres Ziel hast, ne? Target auch nicht unbedingt aus. Also ich mache das im Moment jetzt gerade nicht, weil ich keine Lust habe, auf der dunklen Seite des Planeten, so wie die gerade teleporten, mit Third-Person-View-Dogfight zu machen. Weil das nervt, wenn die dann springen und sind plötzlich 90 Grad nach rechts versetzt und dann musst du wieder gucken, wo ist er denn, wo ist er denn? Ja. Lass mich springen, du kleine Drecksau. Bei den Server FPS macht Dogfight eh keinen Spaß. Nee, macht's auch nicht. Eher nervig, ja. Ach Mensch, jetzt war das noch nicht mal das Hauptziel, sondern Scheiße. Aber Zeus, wunderschön, muss ich sagen. Die gefällt mir wirklich gut. Ja, klein ist sie. Klein und kompakt. Ja, ich finde die auch kleiner, als man sie so, sich so vorgestellt hat, weil ich aber gut finde. Also die ist halt so Cutlass Black ersatzmäßig, ne? So, also so von der Größe. Oder Freelancer. Finde ich. Jo. Na gut, mit 128 SU beim Clipper. Warum nicht? Effektiv nutzbar, finde ich, sind davon 48. Also nutzbar im Sinne von einfaches B und Entladen. Was ich jetzt hier ja, mit großen Frage Kisten, ne? Sonst ja, ja, die 224er, haben. Die kann man ganz gut da längs reinpacken. Alles andere nervt. Aber von der blöden Treppe, da könnte sich die Mercury auf jeden Fall in einen abschneiden, ey. Oh ja. Treppe macht schon praktisch. Also, komm schon. Sich anspringen. Kalkuliert mal schneller. Komm. Put. Hallo. Waldor gestrandet im All. Bin ich gut. Warum? Läuft nichts mehr. Da geht gar nichts. Komm nicht retten. Ja. Friend added. Sehr ekelhaft, ich hab Freunde. Cannot join Server full, na toll. Wo ist denn das für ein Fuß? Mach auf das Brett. Nö, geht nicht. Geht gar nichts mehr. Finde ich gut. Kannst du überhaupt noch bewegen oder ist halt nach, sieht das nach? Doch, bewegen geht noch. Okay. Aber Schub weg. Mal alles ausmachen, wenn es geht. Ne, geht auch nicht. Hallo. Hallo Computer. Ne, will nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Was hab ich denn drin? Hey, Waffenansicht ist auch ein bisschen blöd, ne? Findest du? Die siehst du jetzt nicht mehr so auf Anhieb. Da muss schon ein bisschen wo. Oder halt umschalten, aber nicht. Warum kann ich eigentlich hier jetzt nichts machen? Hä? Ich würde halt gern irgendwas schießen können, aber irgendwie. Naja. Hat no power.
einfach Lloyds. Sehr schön, aufstehen geht auch nicht mehr. Gefangen im Sitz. Das gute Loctite hat mal wieder gewirkt. Ich bin begeistert. Ne? Also von dem her, ich kann auch mich im Sitz nicht mehr. Nomad fängt einen also ein. Ich bin begeistert. CIG, du machst mir Freude. Ja, das ist auf jeden Fall noch kein Kandidat für live, würde ich sagen. Nee, definitiv nicht. Obwohl im Verse habe ich jetzt 71 oder 72 FPS, das ist schön. Bringt mir aber nichts. Ja. Ja. Standbild kannst du auch 100 FPS haben, ne? Ja, genau, richtig. Ich könnte auch 5000 FPS haben. Scheißegal, ja. Ja. Ich habe gestern hardwaremäßig ein interessantes Video gesehen, da habe ich mir so gedacht, ja, nicht schlecht, dass der das mal sagt. Und zwar hat er gesagt, dass du bei der Combo CPU, GPU und wenn du halt das Maximum rausholen willst, also die beste GPU benutzt, dann kommst du mit den heutigen CPUs, selbst mit den besten Gaming-CPUs, regelmäßig in CPU-Bottleneck. Mhm. Richtig. Ja, aber das war, also Star Citizen war doch schon immer CPU. Nee, generell. Oder? Generell. Jetzt nicht auf Star Citizen bezogen, sondern generell. Das heißt, du hast heute, wenn du so ein Monster hast wie eine 4090, es gibt keine CPU, die die 4090 so mit Daten füttert, dass halt die CPU bei 100% Daten schiebt und die GPU halt auch auf 100% läuft. Was viele Leute auch immer wieder wunderbar vergessen. Da haben sie den Monster-CPU drin, die Monster-Grafikkarte, aber das Mainboard ist so Aldi-mäßig. Ja? Und du musst dir eins überlegen, wo geht denn die ganze Kommunikation rum? Das muss ja alles über das Mainboard laufen. Mhm. So. Und das habe ich damals gemerkt, wo ich noch mein Intel drin hatte. Ja? Das Mainboard ist entscheidend. Ja. Das Mainboard ist absolut entscheidend, weil das Mainboard ist so die Highway-Autobahn zwischen CPU und GPU. Und wenn das Ding nicht passt, wenn das Ding nicht sauber arbeitet, dann bringt dir auch die größte CPU nichts. Ich bin halt jetzt mal gespannt drauf, wenn sie eine nächste GPU-Generation rausbringen, ob sie dann auch mal langsam schaffen, die CPUs nachzuziehen, damit du diese Grafikmonster auch wirklich füttern kannst. Also Intel schafft es definitiv nicht, weil Intel ist gerade auf einem richtig problematischen Weg. Der Marktwert von Intel ist von 700 Milliarden runter auf 100 Milliarden. Den rauchen gerade reihenweise die CPUs weg, oder ja, CPUs weg. Haben sie nicht schon wieder komplett gefixt? Nee, haben sie nicht hinbekommen. Ja. Haben sie nicht hingekriegt. Die sind sowas von eingebrochen, also Intel ist gerade, hat gerade echt ein Problem. Ich bin sehr froh, dass ich mich letztes Jahr für AMD entschieden habe. Du, ich auch, ganz ehrlich. 7900X, perfekt. Nochmal, wie gesagt, ich habe jetzt... Warte mal, stimmt's mal? Hab ich das auch gemacht? Ich weiß gar nicht, hast du, glaube ich, einen besser wie ich schon? Ja, ich habe einen. Aber schau mal, ich habe jetzt alles auf komplett High, very high Photo Mode, ja. Also wirklich alles auf Maximum. Und 7900, ich brenne immer noch rum mit 70 FPS, also von dem her. Hatten wir denselben, haben wir denselben, 7900. Ja. Ja, 7900X und der ist auch nicht schlecht. Wofür brauchst du denn 3D, ganz ehrlich? Weil der doppelten Speicher hat. Okay, und wie ist der bei dir ausgelastet? Keine Ahnung, habe ich noch nicht gekauft, der kommt ja jetzt Ende des Monats. Ja, aber wie gesagt, da geht es ja auch um das Thema, brauchst du das? Ja, ja. Das Ding ist jetzt noch nicht, aber die Frage ist ja immer, wie lange soll das Ding halten? Ne? Ja gut, also ich rechne immer mit 4-5 Jahre. Halten die auf jeden Fall. Und wenn du, ich sag mal, so ein absoluter Hardware-Freak bist, der wo immer das absolut Neueste braucht, ja,
Dann kannst du dir morgen schon die neueste Generation kaufen. Ja, und übermorgen wieder. Leute, aber ich fliege jetzt hier keine. Was ist denn da los? Hallo. Wo bist denn du? Ja. Bin ja dabei. So. Ist bestimmt eine Party. Jetzt bin ich in der Party. Aber ich würde gerne springen. Hallo. Was ist da los? Ah, es kalkuliert. Ich bin begeistert. Ich muss ja ein Stück fliegen, damit es wieder geht. Weiß ich doch, wie es ist. Super, ja, ich fliege ja schon. Junge, ich heiz hier durch den Raum mit sage und schreibe 1000 Meter pro Minute, Sekunde. Komm schon. Im anderen Chart, ne? Ich bin auf 110, ne, warte mal. Doch, 110. Ja, da bin ich da auf. Aber wir sehen uns nicht. Ist das nicht toll? CIG, super Arbeit. Nee, ich flieg zu OM1 eigentlich. Aber ich bin noch 2,2 Millionen. Nee, 2,2 Mega. Also Megameilen. Das ist. Wann haben sie endlich das Ding endlich wieder gefixt, ja? Ich will nicht Megameilen sehen. Ich will entweder Multimeter oder was weiß ich. Irgendwie eine Zahlenangabe oder eine Entfernungsangabe, die Sinn macht. Ja, meinetwegen auch in Elle oder Zoll, ist mir scheißegal, aber damit kannst du was anfangen. Aber in Megameter, Elle. Ja, aber in Megameter, ja, damit kannst du schon nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das auch bescheuert, oder? Megameter, Gigameter, what the fuck, ja, ich das heißt ja Kilometer. Vorher ganz angenehm, dass du dann diese große Millionenzahl hattest, die halt so die ganze Zeit geschrumpft ist und wenn, also... Da fühlte sich ein langsames Schiff nicht so schlimm an. Weißt du, wie ich meine? Weil ja die Zahl die ganze Zeit runterging. Und wenn er jetzt nur noch 8,9 GM und dann ewig 8,8 GM. Boah. Also einfach, weil die Zahl, natürlich geht das immer noch genauso schnell wie vorher. Aber weil vorher diese Millionenzahl halt runtergerasselt ist, fühlte sich das nicht so schlimm an. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. I know what you mean. So, was ist denn jetzt hier los? Engine. Komm schon. Hier runter. Warum kann ich nicht eigentlich nicht runterdrehen? Hä? Was ist denn los? Warum kann ich dich nicht runterstellen? Was ist denn da los? Power Management. Ja, bin ich drin, aber ich würde gerne hier das Ganze ein bisschen kalkulieren. Warum darf ich nicht? Hä? Aha. Wow. Ich darf nichts mehr kalkulieren. Also so viel zum Thema, ich kann die Energie im Schiff verteilen, wie ich will. Einen Scheiß kann ich. Hm? Nee, du bist ja gerade auf Quantenmodus, da ist er ja voll drauf. Also auf NAV-Mode. Ja, aber warte mal, wenn ich runtergehe. Ich hab gerade auch geguckt, weil er mich auch nicht springen lässt. So, dann bremst mal halt mal. Ich guck mal kurz rein bei dir. Ich verstehe nämlich gerade nicht, was du gesagt hast. Valdur Stream. Hier, Stream. Energiemanagement. So. Keine Angst, das versteht er selber nicht. Und was geht jetzt nicht? Ja, hier, dass ich hier die Energie verteilen kann. Ja, du hast ja los? Null. Du hast ja null. Du musst erst irgendwo was wegnehmen und dann kannst du wieder was zugeben. Ja, ich würde ja gern was wegnehmen, aber da geht nichts. So, mach doch den Radar aus. Dann kannst du den Radar irgendwo hinsetzen oder mach einen von den Kühlern weg. Dann hast du wieder auch wieder einen. Ja, weg geht nicht. Will nicht. Will nicht. Will auf nicht, den Käsekästchen. Auf den Käsekästchen selber? Geht nicht. Geht nix. Oh. Ja, genau. Hä? Oh, das ist... Warte mal, ich glaub, dann mach mal auf dem rechten MFD Power Management. Ich hatte das auch schon mal, dass eins nicht ging und das andere aber. Ja, du kannst ja nichts dazu. Du kannst nur wegmachen, genau. Warte mal.
Weg, weg, nee, geht nix. Darf nicht. Ja, da ist auch, wenn du guckst, neben dem Cursor ist auch so ein kleines Zeichen irgendwas, was da sagt, nee. Ist ja, ja, links und rechts. Und du bist im NAV-Mode. Nee, ich bin im SCM-Mode. Ja, das scheint ein Fehler zu sein. Ha! Congratulations, you found a Käfer. Ja, yeah. Oh, komm, hör doch auf, ey. Oh, jetzt ist doch. Ist doch doof. Ich hab's mal zu OM1 geschafft. Das ist doch komplett am Arsch, ey, ganz ehrlich. Ja, ich geh zu Feuer. Ich muss jetzt eine rauchen. Bis gleich. Jop. Was ich noch machen kann, ich kann zwischen. Ich kann zwischen SM und Nafmut kann ich springen. Ach komm, leck mich doch. Das ist doch nicht wahr. Gut gemacht. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jo. Was mir jetzt noch fehlt, ist beim Target, dass der auch wirklich den Namen da reinschreibt. Du hast das Ziel Zigzag, dann soll auch im Target MFD, wenn man ein Schiff targetet, der Name des NPCs da stehen, damit man weiß, ich habe jetzt den richtigen getargetet. Das fehlt leider noch. Ich kann auch, wie gesagt, ich kann auch nicht ausstehen. Das ist nicht möglich. Ich kann doch nicht aufstehen. Das ist scheiße. Das ist ein bisschen blöd. Na gut. Ist halt so. Gut. Also gut. Mein linkes MFD geht regelmäßig aus. Ich hab keine Sonne hier. Aber... Boah. Schade eigentlich. Schade, CRG. Hätte besser laufen können. Ich habe nicht die Zeit für sowas. Sie dürfen sich mit Leuten rumschlagen, so wie der Ron. Die Rentner sind die Zeit dafür haben, die dürfen sich damit rumschlagen. Ich kann es nicht. Jetzt hat er schon wieder das Target. Nee, doch nicht. Naja, deswegen ja, also. Ja, dieses Warpen, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, der uns machen. Der musste alles machen. Ach scheiße, schon wieder den falschen platt gemacht. Aber Hauptsache hast du einen platt gemacht. Ja.
Zumindest kannst du schießen. Schon mehr wie ich machen konnte. Teilweise habe ich den Eindruck, wenn du bessere Komponenten ins Raumschiff packst, dass du vielleicht mal irgendwo ein Käsekästchen mehr zum Verteilen hast. Also könnte vielleicht Sinn machen, wenn du für die Nomad einfach mal guckst, dass du da anstatt Default-Komponenten vielleicht Military-Grade A draufpackst. Ich habe bei der Energieverteilung Military A drauf gehabt. Also aber wenn du nicht mal auf dem... Ja, wenn, nee, nur Powerplant. Aber wenn du nicht mal mehr aus dem Sitz aussteigen kannst, dann stimmt doch von vornherein was nicht. Also ja. Sei mir nicht böse. Ja. Und das kann's einfach nicht sein. Darf nicht sein. War er auch nicht. Meine Güte, wer ist denn jetzt mein Hauptziel hier? Die Reclaimer? Habt ihr das mit den Schild, Size 4 Schild Change bei der Reclaimer mitgekriegt? Nein. Die hat jetzt keine Dreier mehr, sondern einen Vierer. Gut. Allerdings hat der Vierer nicht wirklich mehr Hitpoints. Man kann nicht aber... Gut. Den Vierer von der 98 reinpacken und dann hat man ordentlich mehr Hitpoints. Ja gut, die 890 ist ja ein Beast. Also das ist ja ein Sternzerstörer vom Herrn. Vor allem, wenn du da noch die Size 5 Repeater reinhaust, alter Schwede. Fehlt nur noch der Imperial Marsch und dann kannst du halt darauf weiter rumlaufen. Ja, ich bin mal gespannt, wann sie hier... Der hieß ja noch, da kommen ja auch noch ganz viel Movement-Anpassungen und so, weil... Hast du gesehen, was sie mit der... Mit ihm mal gemacht haben? Nein. Da haben sie ein Schild mal geviertelt. Nein, haben sie nicht. Hä? Haben sie nicht. Wenn du die neuen Health Points, also Schild Punkte vergleichst mit dem Size 3 und Size 2 und das dann zusammenrechnest, vorher 2 Dreier, jetzt 6 Zweier, dann kommst du da drauf, dass die Hitpoints ziemlich nah beieinander liegen. Wo haben sie denn die neuen? Also ich habe die nur gesehen, dass sie die quasi nur die Size-Größen verändert haben, aber nicht, dass sie Hitpoints ändern davon. Ich meine, Olakin SP-Viewer hat da die aktuellen Werte, glaube ich. Ja, dann ist doch, glaube ich, sogar praktisch, weil wenn dir dann später mal die Komponenten zerschossen werden, dann kriegst du nicht mit einem Schlag alles weg. Sondern immer nur so etappenweise, ne? Ja, ich weiß noch nicht genau, wie da das Balancing ist mit dem Schildphase hin und her schieben. Aber wenn du halt überlegst, du hast die Zweier, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ist ein Zweier vorne eine Bubble und hinten eine Bubble? Kann sein, ne? Ich glaube, Size 1 sind komplette Blase ums Schiff, Zweier sind, glaube ich, vorne eine Bubble, hinten eine Bubble. Und die Dreier haben ja 4 Schildphasen. Vorne, hinten, rechts, links. Und wenn du jetzt überlegst, bei den Vierern kannst du ja immer nur 25% von einer Phase irgendwo hinschieben. Und bei den Zweiern kannst du halt vorne oder hinten verteilen. Das kann durchaus dann sich besser spielen. Was ich schade finde ist, sie haben fast überall die Hitpoints gleich gemacht, also die Shield Pools. Aber bei dem Vierer hast du halt einen Unterschied zwischen dem Schild der Reclaimer und dem Schild der 98. Die 98 hat ungefähr dreimal so viel Hitpoints, obwohl es auch ein Vierer ist. Ja gut, aber wenn man da bauen kann. Ja, das heißt, wenn du einen Reclaimer fliegen willst, dann musst du dir eine 98 kaufen, damit du einen vernünftigen Schild in den Reclaimer reinsetzen kannst.
Den kannst du ja nicht kaufen, ne? Den musst du dann wirklich umbauen dann. 98 kann. Ja, den genau, den Schild kann man nicht kaufen. Ne, den Schild, die Size 4 Komponenten kann man nicht kaufen, nein. Stimmt. Ja gut, andersrum, ne? Das ist ja auch nur immer Theorie, weil das ist halt kein Kampfschiff. Also die Bewaffnung der Reclaimer ist gar nicht mal so schlecht. Wenn du komplette Leute an den ganzen Turrets hast, kann die schon austeilen. Wenn einer so doof ist, stimmt, und da nah dran fliegt, der kriegt eine ganz schöne Packung. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, hat der Pilot nicht sogar 2 Fünfer oder irgendwie sowas? Nicht der Pilot, aber der Gunner oben hat Size 5, ja. Ach genau, der Gunner. Also wenn du oben in den Turm gehst, ja. Und dann hat er, glaube ich, noch 3x2 Dreier-Turrets da irgendwie drauf geklatscht, ne? Und so 2 Size 3 mit den entsprechenden Ladungen, da passiert auch schon was. Wenn du halt 100, 150 oder wie viel Ladungen im Moment die Turrets haben, wenn du das zur Verfügung hast und du triffst den Gegner, das tut schon weh. Kannst ja fast Dauerfeuer fliegen. Ja. Ich bin mal gespannt mit den ganzen Balancing. Die haben ja den ganzen Andromeda Tower und so stärker gemacht, ne? Damit es ja ein bisschen mehr lohnt, mit Leuten zu fliegen, nicht alleine. Ja, ne? Ich glaube, den Turret haben sie von 2-2er auf 2-3er gewechselt, ne? Jo. Also beide. Oben und unten. Also ne. Wenn du jetzt gegen eine Andromeda fliegst und die wirklich 3 Mann da drin sitzen haben, dann tut das, glaube ich, weh. Also. War ja vorher auch schon nicht schlecht, aber jetzt halt das. Schon aufs Maul. Schön. 28,398. Guck mal, meine Mercury fliegt hier sogar noch draußen rum. Die ist noch nicht mal kaputt. Nur auf dem Kopf. Naja. Überraschen. Ich bin der Einzige, der das dämlich findet, dass immer, wenn ein Schiff ruft, das Licht ausgeht.
Macht denn das für einen Sinn? Aber im SCM mehr kaputt dich auf Triebwerk zu geben, bringt dich, macht die auch nicht schneller, ne? Ich glaube, der Thruster füllt sich dann schneller wieder auf, wenn du Boost benutzt. Muss man drauf achten. So krass jetzt auch nicht. Vielleicht im anderen Schiff, ne? Thank you.
next shuttle is approaching the station. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Habt ihr schon von diesem neuen Event-Kram gehört, den sie da anvisieren? Nee. Ein Event, wo du zwischen Pyro und Stanton hin und her tingelst, wenn du den entsprechenden Teilauftrag annimmst. Nee. Die meisten Aufträge haben zwei Stufen, entweder Gegner abschießen oder Gegner abschießen und Fracht bewegen. Für die verschiedenen Fraktionen, die da so sind. Citizens of Prosperity oder irgendeine Gang da von Pyro. Es soll vier verschiedene Auftraggeber geben, halt zum Beispiel diese Citizens of Prosperity oder halt so Gangs. Und dementsprechend sind Aufträge dann mit mehr oder mit weniger Action vorhanden. Für mich klingt das alles so ein bisschen so wie Blockade Runner nochmal ein bisschen ausgeweitet. Ja, ich glaube, mit den Aufträgen ist halt eh so eine Frage, wann sollte man alles rebalancen, ne? Weil ganz ehrlich, Missionen machen, gar keinen Sinn eigentlich. Ja, es müsste also so sein, wenn du jetzt hochskalierst, du teilst den mit 1, 2, 3 Leuten aus deiner Party, dass die Mission dann mitskaliert. Ja. Was die Bezahlung angeht, was die Erfahrungspunkte angeht. Ein prima Anreiz für Multiplayer wäre, du kriegst mehr Geld, wenn du mit mehreren Leuten Auftrag machst und du kriegst mehr Erfahrung. Mhm. Ja, ich glaube, wenn sie einfach nur den Ruf schon mal nicht splitten würden, das heißt, du wirst ja quasi bestraft, wenn du eine Mission nicht alleine machst. Naja. Weil das dann ewig dauert, einen Ruf zu grinden. Wenn sie das einfach lassen würden, weil die Kohle, sind wir mal ehrlich, die Kohle, die man aus Mission kriegt, ist ja sowieso ein Fliegenschiss. Du machst ja sowieso irgendwie Handel oder hoffst, dass im Bounty irgendwie... Na, Mr. Zeus, so, Suit. Mit hello, hello. Mission bist du ja eh nicht reich. Aber die zu machen, muss ja haben schon allein für Ruf und so. Und wenn sie den schon mal nicht splitten würden, dann würdest du das halt trotzdem wieder zusammen machen, anstatt einzeln. Yeah, Mr. Zeus. Dieser Zeus-Anzug, der sieht echt aus wie so ein Michelin-Männchen. Naja, ist er auch. Hey, Mr. Zeus, you wanna be friends or what? Kann ich dir eine Friend Request schicken? Müsste möglich sein. Nö, nur Invite to Party zeig da an.
Weg ist er. Aber ich mag den, ich habe mir den in Weiß geholt. Sieht aus wie so ein Apollo-Raumanzug, ne? Ja, ja, genau. Aber dass sie die Quantummarker wieder angepasst haben, mag ich. Also die erkennt man wenigstens wieder so halbwegs. Ja. Ja, dass du zum Beispiel die Stadt so auf Anhieb erkennst unter den ganzen Symbolen. Von wegen Sechseck. Ja. Ja, und die anderen halt Dreieck, also offensichtlich auch was anderes. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, was er nächste Woche alles erzählt. Ist das nächste Woche, ja, ne? Ich habe gestern schon gesagt, und das wiederhole ich gerne nochmal, ich möchte gerne um 17 Uhr, dass Tony Suchovic das Mikrofon in die Hand bekommt und dann soll er bitte erzählen, wie weiter mit Dynamic Economy ist. Mit den Quantas? Ja, bin ich auch mal gespannt. Den haben sie ja letztes Jahr schon nicht rangelassen, ey. Also wenn sie ihn dieses Jahr wieder nicht ranlassen, dann beginne ich mir Sorgen zu machen. Och du. Sorgen mache ich mir noch nicht. Also übrigens hat das jetzt eine Prognose raus, dass 2028 jetzt hier im Raum steht. Ja, ich bin auch mal gespannt, was er zu Squadron sagt. Ich meine, dieses Hidden Panel, also dieses, was nicht Hidden, wie heißt das, wo kein Name da dran steht? Red Acted. Genau. Das wird ja Squadron sein, weil es steht auch nirgendwo anders. Ja, steht auch nirgendwo anders. Buh! Ich will kein Singleplayer-Info. Buh! Doch. Interessiert mich nicht. Hört auch mit dazu, mein Lieber. Da warte ich mehr drauf als auf alles andere tatsächlich. Du, ich nehme es, wenn es kommt und wenn es gut ist, freue ich mich. Aber ja, der Multiplayer ist das, was laufen muss. Das Problem ist, mit dem Singleplayer machen sie Geld. Das ist das Problem. Ich glaube, mit dem Multiplayer machen sie Geld. Wie ist es denn die letzten 10 Jahre gelaufen? Meinst du, die haben viele Squadron-Packs verkauft? Glaube ich nicht. Gar nicht. Was sie verkauft haben, sind Raumschiffe. Geduld. Wie viele Raumschiffe kann man für einen Singleplayer kaufen? Du, kaufen kannst du wahrscheinlich auch alle. Wahrscheinlich auch ein paar. Also ich habe noch nie gehört, dass man irgendwo ein Raumschiff für den Singleplayer kaufen kann. Es waren immer nur Multiplayer-Purchases. Fürs PU. Also die ich getätigt habe. Ich habe noch keinen Kauf getätigt auf der Website, wo dediziert drauf steht, das ist für den Singleplayer.
glaube, das würde auch dem Singleplayer entgegensprechen, wenn du da irgendwie eine Militärlaufbahn machst und du kannst gleich mit deiner Polaris da losfliegen. Ja. Yeah. Du kriegst dann die Einstiegsmission, du sollst irgendwie eine Gladius abballern oder was. Und du hast dann irgendwie eine Polaris am Start. Ja, alles klar. Du rammst den einfach kaputt, dann ist die Mission schon fertig. Ja, hallo. Nee, nee. Ich glaube, die machen das beim Singleplayer so wie so ein typischer Singleplayer. Du kannst dich halt da hocharbeiten. Am Anfang kriegst du vielleicht eine Mustang oder sowas für den ersten Auftrag und dann später, wenn du dich bewährst, dann darfst du auch mal eine Gladius oder eine Saber fliegen. Oder eine F-18. Gladius kriegst du von Anfang an. Ja, ich bin gespannt, wie du bekommst F-8. Du wirst ja, das wird ja so ein bisschen Freelancer-mäßig sein. Also, dass du deine Kampagne spielst. Richtig. Und wenn du die durch hast, kannst du wahrscheinlich so free-mäßig noch machen, was du willst und kannst dann auch mit dem Frachter rumfliegen oder so. Da bin ich halt gespannt drauf. Aber erstmal allein schon, weil ich mal allein schon, wie viele Universen der dafür schon fertig hat. Ja, also, das heißt, das dann zu implementieren, wird dann ja umso leichter, wenn der Rest hier läuft. Hm, glaube ich nicht. Meinst du? Ja, Singleplayer ist ja was ganz anderes als Multiplayer. Ja, aber wenn das, die Technik doch schon steht. Also ja, aber was im Singleplayer funktioniert, funktioniert ja nicht automatisch im Multiplayer. Das ist doch das Problem bei der ganzen Nummer. Richtig. Du machst im Singleplayer ein tolles Flugmodell, Master Modes, das funktioniert aber nicht im Multiplayer. Die Leute sind abgefuckt. Ah, die drei Leute, die das interessiert. Okay. Richtig. Das ist ja das Ding, ne? Ich verstehe voll, dass die PvP-Bubble da richtig einen Hals drauf hat. Jo, absolut. Absolut, nachvollziehbar. Für mich, der mich PvP so gar nicht juckt. Also so gar nicht. Ich finde Master Modes völlig in Ordnung. Die stören mich nicht. Ne? Das hängt halt so ein bisschen davon ab, wie das mit den NPC-Gegnern dann funktioniert. Ich fand diesen Waffen-Nerf viel schlimmer. Also dieses, ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, was sie mit Master Modes geschaffen haben. Sie haben es geschafft, dass ich mit einem Single-Seater kleinen Starterschiff wie einer Aurora jetzt wesentlich mehr Probleme habe. Sobald ich über die LRTs drüber gehe, also MRTs, dann habe ich schon richtig ein Problem. Weil die Damage so ausschlaggebend ist, was du kannst oder nicht kannst, dass du halt so den Arsch voll kriegst. Also, ich sag mal so, vom Arsch voll kriegen habe ich ja richtig Erfahrung gesammelt, ja. Wie gesagt, mit der Mercury Starrunner, ja, gegen die Cutlass Red, beziehungsweise Black in dem Fall. 3 ballistische Schüsse. Erster Schuss, Schild weg. Zweiter Schuss, Hülle rot. Dritter Schuss, tot. Boah. So, und dann erzähl mir mal irgendwas von Balancing. Ha! Ha! Ja, also ganz ehrlich. Und dann der Hüllenschaden, ja, in der 324-1, ja, von der Cutlass, beziehungsweise von der Mercury Starrunner, lag bei 16.000. Zum Vergleich, die Medivac, ja, Ursa Rover, hat 12.000. Also, kommen wir nicht mit Balancing, mein Lieber. Ja, und die Cutlass Steel hat 80.000 oder so. Jo. Also, boah. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ja, das ist halt, die Starrunner ist Aluminium-Leichtbauweise und die Cutlass Steel ist halt aus Gussstahl gebaut. Genau. Man kann sich auch alles schön saufen. Prost. Nein, aber das ist das Ding, ich habe am Anfang, wie das kam, auch mir so ein bisschen von Avenger One die Videos mal angeguckt. Er hat halt ein ganzes Video lang rumgeheult, wo ich sage, Junge, das ist halt kein PvP-Spiel, das ist ein Spiel mit PvP drin. So. Und da muss halt sagen, natürlich war das dann eine laute Minderheit, aber es war immer noch eine Minderheit, so. Ja, aber auf der anderen Seite muss es auch andersrum sehen, ja. Ich meine, wie viel Prozent machen die PvP-Spieler denn aus? Na, ich glaube, das ist gar nicht so klein. Also, das ist ja, ich will ja nicht sagen, dass das unnötig ist und dass da keiner drauf gucken soll. Ich verstehe schon, warum die abgefuckt sind. Weil natürlich PvP, da musst du mit Skill regeln können. Und aktuell war es ja dann so, als die Schiffe so langsam waren, da war Skill keine Frage mehr, da hat jeder alles getroffen, weil alle langsam waren. Da war dann nur noch rein Damage-Meter. Ne? So. Also, ich verstehe ja, dass das für die ein Problem ist und dass mich dann auch abfucken würde, wenn ich PvP spielen würde. Das Ding ist halt,
Ich finde halt, da ist diese Welle jetzt, also wenn die dann sagen, so, jetzt, das ist jetzt 1-0, jetzt haben wir noch, weiß ich nicht, nichts fertig und noch irgendwas fertig und 3-4 Schiffe noch dabei und die großen Pötte, die alle schon die JPEGs sehr teuer gekauft haben, die habt ihr jetzt alle, also in einem Jahr oder zwei. So, jetzt ist fertig und dann haben die da nichts mehr dran geändert. Da kannst du als PvP-Spieler mal hingehen und sagen, habt ihr Lack gesoffen oder so? Das ist ja noch gar nicht, das funktioniert doch so gar nicht. Ne? Aber jetzt, ja, was willst du denn, also, pff. Ja. Wäre schön, wenn es geht. Tut auch keinem weh, wenn es jetzt nicht geht. So. Nur weil ich halt auch bescheuert fand, ist, dass sie dann gleichzeitig auch den Waffen-Nerf durchziehen von Inferno zum Beispiel. Ne? Oder von, wie heißt das andere Ding, Ion. So. Die lädt schneller wieder auf. Die kannst du gar nicht leer schießen. So, weil die schneller auflädt, als die jetzt schießt, weil die so langsam gemacht haben. Also das Schiff ist absolut. Ja, die, die Dings, auch die Eien, ja. Genau das gleiche. Ja, ja. Ja. Ja, 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 genau, sag ich ja. Die Ion, da kannst du, also, du kannst sie nicht leer schießen, weil die Schussfrequenz so langsam gemacht haben, dass die auflädt schneller, als du wieder geschossen hast. Also ja. Das ist halt so, hä? Das macht halt nicht so viel Sinn. Aber auch das ist halt ein Ding, kannst du dämlich finden, bis das mal fertig ist, hoffe ich mal, dass sie das nochmal geändert haben. Wenn nicht, wäre schon ein bisschen traurig. Ne? Also ich habe ja eine große Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass dieses Maelstrom dazu führt, dass du wirklich auch eine visuelle Repräsentation hast von Waffen, wenn du auf ein Schiff schießt. Wenn ich mir jetzt die Eien vorstelle und ich habe da so eine Aurora und ich treffe die, da wo der Size 7 Laser einer Eien die Aurora trifft, da muss ein Loch sein. Ja, das stimmt. Ein Loch. Und wenn ich auf eine Cutlass schieße und der Schild ist weg, dann muss da auch ein Loch sein. Weil es ist Size 7 Laser. Das muss man sehen. Und ja, wenn ich so eine Carrack die Schilde runtergeschossen habe und ich schieße diesen scheiß Iron Laser da rein, da muss ich sehen, wie bei einer superschnellen Disintegration des Hull-Scrapings wieder die Panzerung richtig wegschmilzt. Und die Komponenten darunter auch wegschmelzen. Das musst du sehen und genießen können. Ja, das stimmt. Und das ist halt so ein Ding, dieses Maelstrom und diese ganze auch Health Points Anpassungen, so dass die ganzen Schiffe auch gar nicht mehr geplant ist, dass die explodieren, sondern dass du die eher auseinander frickelst und kaputt schießt. Ja, in Scheiben schneiden. Ja, genau. Ne? Also, da ist halt ein ganz großer Punkt, der diesem Balancing ja jetzt noch fehlt. Also, da hoffe ich ja sehr drauf, dass das nochmal gravierend was ändert dann. Und dann alle auch wieder beruhigt sind. Du hast ja teilweise auch schon, wenn die Server laufen, ein Schadensmodell, wo du siehst nach dem Kampf, da und da und da habe ich jetzt was abgekriegt an der Hülle. Ja. Aber das muss ich halt bis ins Innere fortsetzen und auch durch das Schiff fortsetzen. Da habe ich halt auch ein bisschen Angst vor, dass die diesen Engineering-Teil übertreiben oder einfach nicht cool machen. Weil ich weiß nicht, habt ihr mal Atlas gespielt? Also dieses Piraten-Arc? Nein. Ne? Völlig anderes Spiel, aber der Punkt ist, da konntest du ja Piratenschiffe bauen und konntest sie dann auch bemannen mit Spielern. Und dann waren halt welche an den Kanonen und einer war am Steuer und ein paar waren an den Segeln und einer rannte mit dem Hammer unten durch den Bug und hat halt die kaputten Planken repariert. Ne? Weil wenn er das nicht gemacht hat und da irgendwann war ein Loch drin, dann bist du abgesoffen. So. Das Ding ist, das war das langweilig. Du musstest schnell sein, weil natürlich, sobald du siehst, wir haben einen Treffer, wir haben einen Leck, kriegen Wasser rein, musst du das reparieren, weil das dauert dann auch nicht lange, bis du absäufst. So, aber der rannte halt nur von Holzbrett zu Holzbrett und hat da mit dem Hammer drauf rumgehauen. Das macht natürlich spielerisch überhaupt keinen Bock. Also. Ja, Knöpfchendrücker. Ja, ja, genau. Ne? Du rennst da rum und hämmerst da die Planken wieder zusammen, aber das war halt spielerisch absolut langweilig. Und da habe ich ein bisschen Angst vor Engineering. Dass das dann natürlich theoretisch cool ist, wenn du in einem Drei-Mann-Schiff und einer springt hoch und sagt, ja, ich kümmere mich drum und hinten dann. Und dann hängt er nur noch am Bildschirm und frickelt das System. Dann rennst du von einer Konsole zur anderen und steckst da irgend so ein magischen USB-Stick da rein und da raus und da wieder rein und dann, ja, damit du irgendwie irgendwelche Energie überbrückst, was keiner nachvollziehen kann. Also das ist halt die Frage, so mach's cool, ne? Also, dass man so Komponenten kaputt schießen ja und auch einzeln reparieren kann, finde ich cool. Aber wie übertrieben wird das, ne?
Das ist halt so ein Ding, wo ich nicht aber einen scheiß Bammel fahre, da. Aber das könnte halt auch sehr nervig werden für mich. Och, jetzt rammt mich da schon wieder so ein NPC. Also wirklich. Dass die nicht ordentlich fliegen. Ne? Boah, das sieht aber auch ein bisschen mühsam aus, du da machst, ey, so wie die hin und her glitschen. Naja, die teleportierten wie blöde, der Server schluckt auf, ist so nervig. Ist auch blöd, dass ich nicht weiß, ob das jetzt mein Hauptziel ist. Ich muss raten. Weil trotz der ganzen Reworks haben sie es nicht hingekriegt, dass der Name des NPCs mir bei den MFDs angezeigt wird. Tja, das war nicht der, den ich abschießen muss. Scheiße. Steht da denn jetzt nicht ein Name dran? Jetzt steht da ein Name dran bei dem hier. Also das ist nicht mein Hauptziel. Okay. Aber den schieße ich jetzt einfach auch mal ab, damit der mich nicht mehr anballert. So, wieder da. Hoi. Jo. Der warpt so hin und her, wenn ich den gerade im Ziel hab, dann ist er schon wieder weggeworpt. Das ist, glaube ich, für so einen Torpedobomber ein Time to Shine, ne? Weil du kannst einfach, wenn du einmal drin hast, dann glitscht die Rakete ja genau wohin noch näher. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ja gut, du kannst ja einfach stillhalten, weil immer wenn er rausfliegt aus seinem Pip, glitscht er zurück und fliegt wieder durch, aber dann glitscht er nach vorne. Ja, teilweise klappt das ja auch mal für ein paar Sekunden mit der Berechnung, dass er dann mal nicht regelmäßig Schlick auf hat. Ja, aber ist doch, ja. Na gut, da bin ich ja zumindest guter Dinge, da die jetzt diese Spieltests da mit 1000 Leuten, 2000 Leuten und so, da haben sie ja konstant irgendwie 15 Frames gehabt. Oder nicht konstant, aber schon im Durchschnitt deutlich höher wie jetzt. Ne? Trotz vieler Leute. Hoffe ich mal, dass sie das live auch hinkriegen, wenn 4-0 dann da ist. Habt ihr eigentlich die Tech-Demo gespielt, wo du rüberspringen konntest? Also jetzt nicht die letzte, sondern davor halt mit Pyro? Nö, heute Nacht war doch was mit. Nee, ich meine davor, als das letzte Mal. Freitag auf Samstag war das. Das hat der Astro gepostet. Ja, nein, der war doch vor Wochen auch schon mal, wenn man im Pyro fliegen konnte. War der da dabei? Nein. Ich bin ja bis jetzt auch noch gar nicht da gewesen, ne? Ich habe so zwei, drei YouTube-Videos gesehen, so. Das Gröbste, aber ich wollte mich nicht spoilern, ich will da selber.
Also ich glaube, da mache ich noch nicht mal PTU. Da mache ich echt drei Wochen, komme ich überhaupt nicht online. Ich werde den Teufel tun und dich spoilern, mein Lieber. Nein, ich sage nur, ich glaube, nicht mal wenn 4-0 dann PTU ist für alle, ich glaube, selbst da gehe ich nicht rein. Ich will das live haben, ich will das dann so, ne? Wer will das nicht live haben, mein Lieber? Ja. Wie gesagt, also 1000 Spieler auf dem Chart, auf dem Server ist schon nicht schlecht. Deswegen gesagt, so langsam kriegen sie auch die Basis hin, aber letztendlich, das ist ja, das damit steht und fällt Star Citizen. Wenn sie das Ding nicht hinbekommen, ist vorbei. Dann war's das. Da kannst du deine 50.000 Schiffe sonst wo hinschieben. Leider. Oh, ach, das halt hinkriegen bezweifle ich gar nicht. Die Frage ist nur, wie lange das dauert. Und wo ich auch sehr gespannt drauf bin, ob es so ein Public Reward wieder gibt bei einer Milliarde. Also bis jetzt gab es doch nur bei 300 Millionen die blöde Knarre da. Gab es nicht noch Münzen bei 400 Millionen, 500 Millionen? Ich weiß nicht, zumindest habe ich die nicht. Ich habe nur die 300 Millionen. Arclight Glimmer oder wie die heißt. Was sie machen sollten mit Ziel auf eine Milliarde ist die Stretch Goals ordentlich abarbeiten. Da ist noch jede Menge offen. Jo. Ich finde ja eh, die sollten mal so ein Jahr dann auf der CitizenCon ankündigen, wo aufgeräumt wird, ne? Weil auch wie, also dieses Meme mit der Merchantman, ich meine mittlerweile können sie doch mal rangehen da und alles, was schon angekündigt ist. Können sie nicht, weil für die Merchantman brauchst du Dynamic Economy und das haben wir nicht. Ja, richtig. Was bringt die Merchantman, wenn du keine dynamische Ökonomie hast? Ja, das kannst du ja zu jedem Frachtschiff sagen. Ja, leider. Der bringt ja, weil kannst du genauso sagen, was bringen dir die ganzen, was haben sie jetzt Polaris und so, wenn du noch keine NPCs einstellen kannst, weil. Ne? Aber ich bin auch gespannt, wie sie das Ingame-Scheiß lösen mit hier, da ist so ein Panel für Social-Gedöns, ne? Also da wird ja mal langsam dieses Ingame-Org-Ding auch mal, zumindest mal Thema. Bin auch gespannt drauf, wie sie das machen. Hex Colors, Org-Farbschema. Juhu. So, von meinen 5 Raumschiffen im Hangar möchte ich 3 Raumschiffe mit den Orga-Farben ausrüsten. Dem Orga-Farbschema. Ja, das wäre ja so ein bisschen. Also cool wäre ja tatsächlich, wenn du so ein Logo hochladen kannst. So ein bisschen wie das. Ich weiß nicht, ob euch noch an GTA 5 erinnert. Da konntest du ja auch ein Bild nicht hochladen, glaube ich. Aber so basteln dann aus den Ingame-Assets. Und dann auf die Karren packen. Von deiner Gang. Aber, Also ich fänd's schon geil, unser XPG-Logo auf meinen Raumschiffen. Jo. Corporate Identity. Ja, oder wie wollen wir machen? Dass du halt die Wahl hast. Nehme ich jetzt hier eine Stormforge Paint oder unsere Orga Paint? Naja, eigentlich muss das ja sogar zusätzlich gehen, ne? Also, dass du die Farbe lackieren kannst, wie du lustig bist, und dann so quasi oben drauf kommt ein Logo von der Orga. Logo, ja. Oder was weiß ich. Ja, genau. Also, die Time to Kill haben sie so widerlich lang gezogen. Oh, ey. Das ist so dumm. Du bist einfach nur minutenlang die Ladung wegballern, warten, bis sie wieder voll sind, wegballern, warten, bis sie wieder voll sind. Das ist so dumm. Einfach nur Knöpfchen drücken. Ein bisschen den Joystick bewegen.
Ich hoffe mal, dass da dann auch die Option gibt, dass NPCs so ein Schiff auch mal aufgeben, ne? Wenn du denen dann später irgendwie mal den Antrieb zerschießt, weil was will so eine. So eine Caterpillar kann sich ja auch nun mal nicht so richtig wehren, ne? Also die sind dann mal nicht stark bewaffnet. Ja, was hat die? Ich glaube 2x2 Vierer oder so. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht so wirklich relevant, ne? Ja, wenn da Turret Gunner an Bord sind und die treffen dich mit 4x Size 4, das tut schon weh. Kriegen die dich überhaupt beide ins Ziel? Sitzt der eine nicht so ganz vorne? Ja, einer sitzt vorne oben, der andere ist, glaube ich, unten hinten oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob die beide jemand, der vor dir ist, ins Feuer nehmen können. Ich glaube eher so seitlich. Seitlich können die beide gleichzeitig wirken. Also sollte man dann als Pilot immer gucken, dass man sich irgendwie seitlich zu den Gegnern stellt, damit die Gunner wirken können. Ja gut, aber wenn das dann mal einmal vernünftig funktioniert mit dem Kaputtschießen, dann schießt halt unten den weg und setzt sich immer so ein bisschen hinten unten, ne? Kommt der andere einfach nicht an dich dran. Ja, wenn das geht. Hm. Ja, ist ein großes Wenn. Hm. Aber du kannst ja zumindest schon mal ranzoomen. Juhu. Ja. Letztens noch gedacht, ne? Wenn die einfach zwischendurch ein bisschen Geld machen sollen, soll der Robert sich einfach die Freelancer-Lizenz holen und das nochmal remaken. Das nochmal ein schön, da würde mich auf jeden Fall wieder ein Jahr beschäftigen, ey. Wieder dieser sinnbefreite Lockout in Combat Verhinderungsscheiß, obwohl ich schon längst weggesprungen bin. Das ist so ein Käse, so eine billige Programmierung. Wenn Spieler springt von Kampfort weg, dann Lockout möglich. Es kann doch nicht so schwer sein, das ordentlich zu programmieren. Aber nicht gewünscht. Weil der andere Spieler muss ja die Chance haben, doch hinterher zu springen. Weißt du? Ja, ich habe ja gerade NPCs verkloppt. Ach so. Man kann das doch so programmieren, dass der erkennt, okay, der macht gerade eine NPC-Mission und wenn der da jetzt wegspringt und keiner springt dem hinterher, dann ist er halt nicht mehr im Kampf. Weil er ist ja weggesprungen. Timer macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil ich muss jetzt hier warten, bis dieser Timer, den ich noch nicht mal sehen kann, ich sehe ja nicht irgendwie, warte noch 2 Minuten oder so. Ich habe einfach nur, ja, jetzt kann ich ausloggen. Na toll. Finally. Okay, ihr fleißigen Tester und Sonntagsgenießer. Ich wünsche euch einen wunderschönen selbigen und hoffe, wir hören uns die Stunde. Ja. Sagt schön den Gruß. Oh ja, mache ich. Gut gehen. Tschüssi. Ciao.